ein ganz besonderer Gast. Hallo, kleine Raupe. Oh, hallo, Babypieps. Ihr beide seht aber elegant aus. Was gibt's zu feiern? Natürlich. Frohe Weihnachten euch allen. Und, ist alles vorbereitet? Oh, ich verstehe. Ihr wartet auf Pocoyo. Ich frage mich, wo er steckt. Hallo! Hey, langsam, Pocoyo. Guck, wo du... Oh, vorsichtig! Pocoyo, pass auf! Oh je. Lea! Nun, sie waren da drin. Aber sieh mal hinter dich. Wir sagen Ellie einfach, dass es keinen Weihnachtsbaumschmuck gibt und... Niemals! Das dachte ich mir. Das ist ein Fußabdruck und er ist riesig. Ja, und hier hört die Spur der Weihnachtsbaumkugeln einfach auf. Direkt bei den Fußabdrücken. Folgt den Spuren. Wir müssen sie zurückholen. Guck! Gute Idee, Pocoyo. Kitzle es noch ein bisschen. Yeti? Ja, es ist ein Yeti. Ein freundlicher Yeti. Lula, nein. Yeti ist mein Freund. Ich glaube, er freut sich sehr, dein Freund zu sein, Pocoyo. Er sagt, sein Name ist Janko. Was für ein interessanter Name für einen Yeti. Pocoyo? Lula! Komm! Komm mit, Freund! Ellie, Pato, habt keine Angst. Es sind nur Pocoyo und... Hallo! Nein, macht euch keine Sorgen. Pocoyo hat noch alle seine Finger und Zehen. Janko würde keiner Fliege etwas zuleide tun. Nein! Janko ist ein Freund. Oh, ich befürchte, dass Pato und Ellie denken, dass du zu groß bist, um ihr Freund zu sein.
Seht ihr? Janko ist zwar groß, aber er hat ein noch größeres Herz. Janko, Janko! Freund! Janko, hier, Freund! Ein Hoch auf die Freunde und ein Hoch auf das gemeinsame Feiern. Frohe Weihnachten. Macht's gut. Bis bald. Frohe Weihnachten. Weihnachtsbaum. Ah, Winter. Pocoyo, Pato und Elli haben Spaß beim Schlittenfahren. Hallo, Leute. Hi. Was für ein Spaß. Oh, Weihnachtsglocken. Wo die wohl herkommen? Von da drüben? Wow! Sehr gut, Pocoyo. Du hast entdeckt, von woher die Musik kommt. Schlummerpieps hat sich einen eigenen Weihnachtsbaum gemacht. Nun, es ist die Weihnachtszeit. Vielleicht solltest du dir einen eigenen Baum besorgen. Was mag er wohl suchen? Was für ein Durcheinander! Aber er ist offensichtlich entschlossen, es zu finden. Oh, ich verstehe. Du willst für jeden von euch einen Baum abholzen. Pato, du hast es geschafft. Du hast den perfekten Weihnachtsbaum gefunden. Alles bereit zum Segen? Was ist los mit Pato? Es scheint, er kann einem solchen perfekten Baum nicht wehtun. Was machen wir jetzt? Aha! Ah, Pocoyo hat wohl eine Idee. So viel altes Gerümpel, alles überflüssiges Zeug. Ah, Samen. Das ist, was du gesucht hast? Ich verstehe.
Du wirst die Samen aussehen, um einen Baum wachsen zu lassen. Jetzt warten wir, bis er wächst. Ich befürchte, dein Baum wird nicht rechtzeitig bis Weihnachten aufkeimen. Großartig! Ein neuer Baum! Das ist die reinste Zauberei! Aber es scheint, dass dieser Baum zu klein zum Schmücken ist. Ah, Elli, du hast einen Plan? Oh, du meine Güte, was für ein Durcheinander macht ihr da? Es sieht so aus, als hätten wir nun doch noch einen Weihnachtsbaum. Was nun? Noch mehr Durcheinander? Jetzt verstehe ich euren Plan. Sehr einfallsreich. Jetzt haben wir doch noch ein zauberhaftes Weihnachten. Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest. Bis später. Pocoyos Weihnachtserzählung. Schaut, da ist Elli. Hallo, Elli. Und hier kommen Pocoyo und Pato. Hallo, ihr beiden. Hi. Kleine Raupe und Schlummerpiep sind auch da. Großartig. Ups. Juhu. Wow, was für ein Spaß es macht, im Schnee zu spielen. Eine Schneeballschlacht. Großartig. Lass uns Ball spielen. Das ist eine tolle Idee, Pocoyo. Lass uns mit dem Ball spielen. Im Schnee.
Wow, Pato, du bist ein Ass. Ellie hat recht. Leute, kein Grund, sich aufzuregen. Nun, wenigstens sind sie wieder Freunde. Oh, oh. Leute, hört endlich auf damit. Kein Grund, sich in die Wolle zu kriegen. Der gehört mir. Ehrlich, Leute, das ist nicht die Zeit, sich zu ärgern. Ellie sagt, dass ihr euch zur Versöhnung in die Arme nehmen sollt. Los schon, eine Umarmung. Nur eine Umarmung, bitte. Komm schon, Pocoyo, sag dem Pato etwas Nettes. Der gehört mir. Ich befürchte, das funktioniert so nicht, Ellie. Sieht so aus, als habe Ellie eine Idee. Eine Erzählung? Gute Idee, Ellie. Eine Weihnachtsgeschichte. Dies ist die Geschichte von Mr. Scrooge, einem alten Geizhals und kaltherzigen Geldverleiher, dem es immer nur um Geld ging. Er verbrachte alle seine Zeit allein beim Zählen seiner Münzen und das machte ihn bitter und abweisend. Mr. Scrooge verachtete jeden. Die Leute auf der Straße rannten davon, wenn sie ihn sahen. Niemand wagte es, ihn anzusprechen oder an seiner Tür zu klopfen. Der alte Scrooge hasste alles, aber vor allem hasste er Weihnachten. Was für eine Verschwendung von Zeit und vor allem auch von Geld! Einsam nährte er seinen Hass und seinen Ärger und duldete es nicht, dass die Weihnachtsstimmung die Schwelle zu seinem Büro überquerte. Bah, Humbug! An einer kalten Weihnachtsnacht, während Mr. Scrooge einsam in seinem düsteren Haus schlief, bekam er Besuch von dem Geist seines verstorbenen Partners Mr. Marley. Mr. Marley berichtete ihm von seinem schrecklichen Schicksal, das ihn verdammte, ruhelos umherzuwandern wegen der Geldgier, die sein Leben bestimmt hatte. Und er sagte voraus, dass drei Geister Mr. Scrooge in den nächsten drei Nächten heimsuchen würden. Der Geist der vergangenen Weihnachten, der Geist der jetzigen Weihnacht und der Geist der Weihnachten, die in Zukunft noch kommen werden. Als erster erschien der Geist der vergangenen Weihnachten, der den alten Scrooge Kindheitserinnerungen wieder erleben ließ. In der nächsten Nacht erschien der Geist der jetzigen Weihnacht. Und der ließ ihn die Trostlosigkeit seines jetzigen Lebens sehen und wie er aufgrund seines Geizes von allen verstoßen und verhasst war. In der dritten Nacht erschien der Geist der zukünftigen Weihnachten, der ihm das schreckliche Schicksal beschrieb, das ihn erwartete, wenn er seine Einstellung nicht ändern würde. Scrooge wachte erschreckt auf und meinte, einen Albtraum gehabt zu haben. Aber er fühlte sich irgendwie erleichtert und etwas war in seinem Innersten verändert. Von dem Tag an beschloss Scrooge, sein Leben dafür zu widmen, andere glücklich zu machen.
Und er wurde ein großzügiger und fröhlicher Mensch, der seinen Reichtum und seine neue Lebensfreude mit jedem teilte. Elli, das war eine wunderbare Geschichte. Und wir haben alle verstanden, was die Moral der Geschichte ist, stimmt's? Aber was soll das? Aber Pocoyo! Ah, Pocoyo! Bitte! Ah, Pato! Ich frage mich, was wir sonst noch tun könnten, um die beiden zufriedenzustellen. Das Erzählen hat Elli eine gute Idee gegeben. Also, ich glaube, es ist Zeit fürs Bett. Für heute hat es genug Gezänk gegeben. Ja. Bis nachts. Es ist das Gespenst aus der Erzählung. Und sie ist erschienen, um anzukündigen, den Besuch der Geister der vergangenen Weihnachten. Wir sind jetzt in der Vergangenheit, als ihr gerade mal Babys wart. Baby Pato und Baby Pocoyo. Wer hätte das geglaubt? Ihr scheint in der Weihnachtsvergangenheit gute Freunde gewesen zu sein. Jetzt wird euch der Geist der Weihnachtsgegenwart heimsuchen. Oh je, du bist für wahr ein großer Geist. Der Geist der Weihnachtsgegenwart sagt, dass er all eure Streitigkeiten satt hat. Er wird euch nun etwas auf seinem außergewöhnlichen Apparat zeigen. Seht ihr? Ihr streitet die ganze Zeit. Ihr solltet euch endlich versöhnen. Verschwunden. Der gehört mir.
Ellis Geist fragt, ob ihr aufhören werdet, euch zu streiten. Nun denn, jetzt wird euch der Geist der noch zukünftigen Weihnachten erscheinen. Schlummerpieps, bist du der Geist der noch zukünftigen Weihnachten? Okay. Wie schaurig. Pocoyo, ich glaube, wir sind in der Zukunft. Pocoyo, ich befürchte, Pato wird die nächste Weihnacht nicht hier sein. Euer ewiges Streiten hat ihn vertrieben. Aber bevor er wegging, hat Pato euch dieses Geschenk zurückgelassen. Pocoyo, es ist dein Ball. Leute, das Ganze war wie ein Albtraum. Elli, Pocoyo und Pato wollen dir etwas Wichtiges mitteilen. Tut mir leid, Elli. Das ist toll! Wir sind alle wieder Freunde. Es scheint, dass Pato und Pocoyo sich vor allen entschuldigen wollen. Freunde! Oh nein, du liebe Güte. Und das ist das Ende dieser entzückenden Geschichte. Frohe Weihnachten alle zusammen. Tschüss und auf bald wieder.
außerirdisches Weihnachtslied. Vor langer, langer Zeit, in einer Galaxie, sehr, sehr weit entfernt von uns, nahte endlich der Weihnachtsmorgen für unseren kleinen außerirdischen Baby Wüterich. Frohe Weihnachten, Baby Außerirdischer! Wie an jedem Weihnachtsmorgen packten Vater und Baby Außerirdische die Weihnachtsgeschenke zusammen aus. Aber sofort danach schon verschwand Vater Außerirdischer. Denn er musste einen geheimen Auftrag erfüllen. Jahr für Jahr musste Baby Außerirdischer ganz alleine mit seinen Geschenken spielen. Weihnachten? Er beobachtete gerade einen anderen Planeten durch sein Teleskop, einen Weihnachtsbaum bemerkte, der über und über mit Geschenken beladen war. Moment mal, wütender Außerirdischer. Du hast nicht etwas Ungehöriges vor, oder? Am Weihnachtsmorgen? Etwa vor, all diese Geschenke zu zerstören, oder? Pato sagt, dass das die Krawatte ist, die er sich zu Weihnachten gewünscht hat. Es kann sein, dass die Namensschilder auf den Geschenken vertauscht wurden.
Und so kam es, dass der wütende Außerirdische das erste Mal an Weihnachten glücklich war. Schließlich sind die Geschenke nicht die Hauptsache, sondern am schönsten ist es, wenn man sie mit Freunden teilen kann. Frohe Weihnachten alle zusammen! Der Geheimauftrag. Komm schon, Vater Außerirdischer. Du musst einen Geheimauftrag ausführen. Komm schon, Kopf hoch. Deine Mitarbeiter warten auf dich. Ho, ho, ho. Wirklich? War das dein Geheimauftrag? Dem Weihnachtsmann zu helfen? Wow! Ausgeführt, Vater Außerirdischer. Beeindruckend. Aber was ist passiert? Alles lief doch perfekt. Du hast es geschafft, in nur einer Nacht alle Geschenke auszuteilen. Hehe, Vater Außerirdischer. Schaut so aus, als sei wütender Außerirdischer diese Weihnachten in guter Gesellschaft und als habe er eine wunderbare Zeit. Frohe Weihnachten alle zusammen. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
figgy pudding. We all like a figgy pudding. We all like a figgy pudding. With all its good cheer. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Wald-Bambelbeeren-Überraschung. Hallo, Leute! Was lest ihr da? Rezept! Und habt ihr etwas Leckeres gefunden? Das sieht wie eine perfekte Köstlichkeit aus. Wie bereitet man sie zu? Ah, ich verstehe. Wir brauchen Waldbambelbeeren. Moment. Was sind denn Waldbambelbeeren? Ah, eine ganz besondere Delikatesse, die man nur im Wunder-Bambelbeerenwald finden kann. Das ist besser. Ich glaube, es mag dich, Pocoyo. Sagt, dass die Beeren, die am höchsten hängen, die süßesten zum Backen sind. Sie wachsen überall im Wald. Vielleicht solltet ihr zwei Gruppen bilden, um sie schneller einzusammeln. Das sieht wie ein guter Platz aus, um anzufangen. Die Waldbambelbeeren sehen ausgezeichnet aus. Pocoyo, wozu sind wir in den Wald gekommen? Das ist es. Teamarbeit. Pocoyo hat die allerbesten Beeren beim Herumhüpfen gefunden.
glaube, jetzt ist alles bereit zum Backen. Wie schön ist es, dass es so viele Freunde gibt, die diese Köstlichkeit probieren können. Go laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Hey! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank and we got upsot. Hey! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Kuchen zum Dessert. Hallo, Pocoyo. Hallo. Hey, was habt ihr denn heute vor? Ah, ich verstehe. Ihr wollt Restaurant spielen. Ellie ist der Koch. Mhm. Das erkenne ich an ihrer Kochmütze. Und Pocoyo? Ah, du spielst den Kellner. Was euch jetzt noch fehlt, ist ein Gast. Ach, wenn doch nur jemand vorbeikäme. Einer, der so tun kann, als ob er ein bisschen hungrig wäre. Ich glaube, Pocoyo braucht jetzt eure Hilfe. Sieht vielleicht einer von euch jemanden, der den Gast im Restaurant spielen könnte? Pato! Ja! Willkommen in Pocoyos Restaurant. Möchten Sie nicht Platz nehmen? Ah, sieh mal, was auf der Karte steht, Pato. Nudeln. Das sieht ja köstlich aus.
armer Pato. Anscheinend mag er keine Nudeln. Jedenfalls keine Spielnudeln. Ein schönes Stück Obst zum Nachtisch? Eine Orange. Das sieht doch gut aus, nicht wahr? Orange. Ah, eine Orange. Ein orangener Luftballon. Oh je, Pato ist ziemlich sauer. Was hast du denn, Pato? Oh, du bist wirklich hungrig. Aber Pato, das ist nur ein Spielrestaurant. Ja, deshalb haben wir es auch Pocoyos Spielrestaurant genannt. Alles nur ein Spiel. Obwohl du so hungrig bist, hast du so schön mitgespielt. Es ist doch zu traurig, dass wir ihm nichts Richtiges zu essen geben können. Er hat wirklich mächtigen Hunger. Ein echter Kuchen, was für eine tolle Idee. Elli, haha, Kuchen mag Pato am allerliebsten. Pocoyo, lauf und hol ihn. Kuchen! Ah, da ist er schon. Na, Pato, mein Freund, warum nimmst du nicht Platz und isst etwas von dem Kuchen? Pato? Nein. Nein! Oh, Pato, bitte, tu's nicht. Pocoyo, Pato denkt, der Kuchen wäre ein Spielkuchen. Er wird ihn bestimmt fallen lassen. Das können wir nur tun. Ach, ich weiß es. Könnt ihr alle zusammen mir dabei helfen? Könnt ihr Pato sagen, dass das ein echter Kuchen ist? Oh je. Pato. Und wieder ein zufriedener Gast. Klasse, Pocoyo. Und danke für den Kuchen. Macht's gut. Bis bald. Zurück und zurück in der Zeit. Hallo, Pocoyo. Hallo, Nina. Hallo. Ich sehe, ihr macht ein Picknick. Hm. Und da ist etwas, das besonders gut duftet. Ah, Törtchen, Elli. Sieht aus, als hättest du da tüchtig viel Arbeit reingesteckt. Sie haben eine wunderbare Farbe. Gute Arbeit. Oh, so ein Pech, Elli. Und du hattest dir so viel Mühe gegeben. Keine Törtchen heute. Wie schade.
eine Maschine, die dich zurück in der Zeit nehmen kann? Oh, ah, ja, du könntest also zu dem Zeitpunkt zurückgehen, bevor die Törtchen zu Boden fielen. Genial! Und wie funktioniert das? Unglaublich! Wir sind eine Minute zurück in der Zeit gegangen. Leute, habt ihr da nicht etwas Wichtiges vergessen? Nein, Pocoyo, die Bananenschale! Wir können doch Ellie nicht nochmals auf der Bananenschale ausrutschen lassen. Sie kommt! Schnell! Ihr habt nicht ein einziges übrig gelassen. Ah, ich sehe schon. Ihr geht einfach wieder zurück in der Zeit und könnt einen Nachschlag kriegen. Aber, oh du meine Güte. Wo sind wir hier? Ah ja, wir sind im Wilden Westen. Aber es schaut nicht so aus, als ob Ellie Törtchen backen würde. Ich würde sagen, dass wir jetzt in vorgeschichtlicher Zeit sind. Aha, die Bananenschale, klar doch. Seid wieder in der heutigen Zeit und genau rechtzeitig für die Törtchen. Tut mir leid, Leute. Pech gehabt, ihr seid ein bisschen zu spät dran. Nein, nein, Moment, wartet, das ist Ellie. Und sie hat mehr Törtchen gebacken, speziell für euch. Auf Wiedersehen, Freunde.